Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal DHRC Biobien. Ja, Giele, wir haben richtig heisse Tage hinter uns. Wir waren hauptsächlich am Schwitzen und wenn wir Freizeit hatten, mit unserem Schiff irgendwo in Wassernähe. Ja, dass wieder mal ein bisschen Diversität ist auf unserem Kanal, haben wir gedacht, wir zeigen euch mal ein bisschen wieder etwas anderes. Und zwar bin ich hier mit dem Fischarsch unterwegs. Auf einem riesengroßen Schuhplatz. Wir zeigen euch das mal schnell. Haben die Chance mitgenommen, haben den Losi Promoto MX mitgenommen, für hier ein bisschen Sprünge abzufilmen, weil wir haben etwas ganz Spezielles vor. Und zwar haben wir ein neues Produkt am Start. Das wird euch der Fischarsch sein, den er schnell zeigen und heute schnell näher bringen. Und wir wollen das Ganze kombinieren mit einem Flug, Sprung über Bam 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 à la Ken Block. Das habt ihr sicher auch gesehen, das Video, wo er mit seinem Auto über Schiff und oben oder Helikopter. Und das Ganze probieren wir jetzt hier mal ein bisschen nachzustellen. Wir haben hier genug Platz. Hoffen am Flugzeug und am TÜV passiert nichts. Fischarsch wird euch jetzt mal zeigen, was es so Neues am Start gibt. Viel Spass und bis später! Motivation! Wir sind hier auf dem Schulplatz. Vielleicht schon auf dem vorherigen Video von mir habt ihr mal gesehen, dass ich hier so ein Riesending gekauft habe. Schaut mal den Massstab. Das ist ja riesig. Ich fliege zuerst mal mit dem Ding. Ich habe hier einen kleineren Brüder gekauft von ihm. Es wären eigentlich Wasserflugzeuge. Wir lassen es darauf abkommen. Oder irgendwann muss das Ding in die Luft. Es muss ja in die Luft. Wir werden jetzt am Fischarsch sein, zuerst mal ein bisschen Zeit geben, sich mit seinem neuen Fluggerät zu Schlag zu kommen und auseinanderzusetzen. Wir werden mal den Akku in die TÜV reinfallen und mal ein paar Testrunden fahren, mal ein paar Testsprünge machen. Außerdem haben wir neue 2S-Akkus am Start von der Gens 1 Nigunagu Neu. Haben die aufgeladen und werden die jetzt mal testen. Mir persönlich dünken die Spektrum-Batterien nicht wirklich so der Hammer und die sind sehr kostengünstig, sehen stabil aus und wir fahren jetzt die Model 3 auf eine Runde. Viel Spass! So, ich mache jetzt ein kleines Drag Race. Nero Zero gegen Losi Promoto MX. Let's go! I'm gonna take you to the places you have never been. Baby, it's gonna be amazing. Only you and me. I'm gonna take you to the places you have never been. Baby, it's gonna be amazing. Only you and me. Only you and me. Wir haben hier unseren Fischarsch mit seinem super Fluggerät.
Es luftet ganz leicht. Wir haben wenig Erfahrung im Fliegen. Wir testen es jetzt einfach mal. Let's go! Let's go! Hey, I'm gonna take you to the places you have never been. Da kommen Erinnerungen auf an meine ersten Flugzeuge. Oh shit, ja. Gielen, wir sind keine Flüger. Scheiße. Ja, wir leimen mal zusammen und probieren auf dem Wasser nochmal. Aber... Also, ein kleines Statement. Dragonfly, super Flugzeug, fliegt mega gut, Looping. Nein, voll nicht. Ja, das sind ein paar Dings. So sieht das Ding aus. 2 Sekunden in der Luft sein. Aber kommt es immer wieder, sieht man nicht 30.000 Teile. Batterien sind gut. Die haben noch. Motorli haben wir ausgebaut. 2100 kV. Ein ESC, 40 Ampere ist drin. Und ja, der Empfänger, ein GR8, wird auch gut sein. Scheissdreck, sage ich euch. Das ist noch mein Flugi da. Das so sieht es aus. So, Giele, das mit dem Kernblock Overflight-mässig wird auch nichts heissen. Schepperhaufen liegt hier am Boden. Man hat schnell 2-3 Minuten gebraucht, von einem Schock zu rollen. So. Ein bisschen schade, aber so geht es halt im RC-Leben. Wichtig ist, dass man den Spass nicht verliert mit dem Ganzen. Und genau aus diesem Grund werden wir jetzt trotzdem mal ein paar fette Sprünge mit unserem Losi Promoter MX über die Schanze machen. Ich wünsche ganz viel Spass. Bis später! Shit, Digga, der ist sogar außerhalb von mir. Shit, J'irai finir mes jours là-bas. Mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Sur la base, j'allais charger. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot. Voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilet, la pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Rideau? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu tard, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en poche derrière, je vais voler. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. So, meine lieben RC-Fanatiker, ihr seht hier den letzten Überlebend vor heutiger Runde. Der kleine Mini-Flüger fliegt als letzter hier noch seine Runden. Gross hat es leider nicht überlebt. Und auch der Losi Promoto hat einen leichten Plastikschaden nach dem riesen Backflip, den wir euch gezeigt haben. Über die Chance geniessen hier noch die letzten paar Akkuladungen mit einem kleinen Flyer. Trinken unser Bierchen und geniessen den Sonnenuntergang hier in unserem schönen Heimatort. Das war es, Giele. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr leidet ein bisschen mit uns mit. Mit den Schäden von diesem Dragonfly. Es ist schade, wir wollten es ganz ehrlich noch auf dem Wasser ausprobieren. Aber jetzt gibt es vielleicht wieder irgendeinen, wer weiss. Doch, für heute war es es. Merci fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss zusammen.